John McCloy, der künftige amerikanische Hohe Kommissar für Deutschland, traf in Berlin ein. Hohe Offiziere der drei westlichen Besatzungsmächte und eine Ehrenkompanie empfingen McCloy auf dem Flugplatz Tempelhof. Kurz nach seiner Ankunft hielt der Hohe Kommissar eine Pressekonferenz ab, in der er die Richtlinien der künftigen amerikanischen Politik in Deutschland darlegte. Wörtlich sagte er, Deutschland muss zu einem friedlichen, freien und wohlhabenden Land gemacht werden. Von Berlin aus begab sich McCloy auf eine eingehende Informationsreise durch Westdeutschland. Ein Jahr nach der Währungsreform. Das Gesicht der westdeutschen Städte hat sich grundlegend gewandelt. Einige Beispiele. In Hamburg zeigt die vom Krieg fast völlig verschonte Innenstadt das Bild geschäftiger Betriebsamkeit. In den Läden Waren von friedensmäßiger Qualität. Man bummelt durch die Innenstadt und kauft, soweit der Geldbeutel es zulässt. Wohnungsbau in großem Stil. Vor allem zwei Hochhäuser. Das eine mit 288 Einzelzimmern, das andere mit 180 Wohnungen, bezugsfertig im Oktober 1950. Auch große Lagerschuppen sind im Bau. Der Hafen belebt sich immer mehr. Die Umschlageziffern für Güter aller Art steigen. Hamburg gewinnt wieder Anschluss an die Welt. In Köln, einer der am schwersten zerstörten Städte, geht der Aufbau rasch voran. Im weltbekannten Gürzenich, dem Stadthaus, räumen Studenten die Trümmer in freiwilliger Arbeit auf. Seit 1945 wurden in Köln alljährlich 700.000 Kubikmeter Schutt beseitigt. Kölns Industrie wurde vom Kriege stark betroffen, doch mit Zähigkeit, Geschick und Talent zur Improvisation wurden Betriebe und Maschinen wieder in Gang gesetzt. Nach wie vor ist der stark beschädigte, aber zum großen Teil restaurierte Dom der Hauptanziehungspunkt von Köln. Ein Blick auf München. Auch hier reges Leben in den Straßen. Zwar gibt es noch Ruinen, aber Straßen und Plätze sind aufgeräumt und überall Wiederaufbau, soweit die Mittel dazu bereitstehen. Und Stuttgart. Auffallend ist hier, wie in vielen anderen Städten, der Neubau kleiner, oft recht eleganter Läden anstelle zerstörter Geschäftshäuser. Ein Kino in einem ehemaligen Luftschutzbunker. Großstädte im Aufbau. Ein Zeichen für den wachsenden Fortschritt im Westen Deutschlands.
Brigadier General Arthur G. Trudeau is nominated Commander of the Order of Leopold II. Colonel John L. Ryan Jr. is nominated Officer of the Order of Leopold II in recognition of services rendered to Belgium at the time of the liberation of Belgian territory by Allied troops. I am happy to be able, in the name of the Minister of National Defense, to present my congratulations on this nomination. He is unable to be present at this ceremony honoring General Trudeau. He has asked me on this occasion to personally present a letter of commendation to General Trudeau today.